In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit Linienintegralen, also Integralen, die entlang einer Raumkurve durchgeführt werden. Und zwar konkret möchte ich zwei wichtige Beispiele behandeln. Das erste Beispiel wird sein, die Berechnung der Länge einer Kurve. Was muss man dazu tun? Und zwar muss man hier, eine Kurve wird also beschrieben durch so eine Parameterdarstellung. Ein Parameter t wird abgebildet auf den Vektor r von t, wobei t in einem Intervall von t1 bis t2 ist. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Kurvenstück, startet mit dem Punkt r von t1 bis r von t2. Und was wir hier aufintegrieren müssen, um die Länge der Kurve zu bekommen, ist das skalare Wegelement ds. Das Integral kriegt dann eben diese Form hier. Das zweite wichtige Beispiel in der Physik, das in der Physik besonders große Bedeutung hat, ist das sogenannte Arbeitsintegral. Auch hier wird entlang einer Kurve C integriert. Allerdings der Integrant besteht jetzt hier aus dem Skalarprodukt eines Kraftfeldes, also eines Vektors, skalar multipliziert mit dem vektorellen Wegelement. Ja, zu der Berechnung der Länge einer Kurve haben wir hier das vektorielle Wegelement. Wichtig ist, dass man dann, das werden Sie dann anhand des Beispiels sehen, dass man hier natürlich die Kraft, die gegeben ist, im Prinzip überall im Raum als Funktion von x1, x2, x3, muss man auswerten entlang der Kurve. Gut, schauen wir uns vielleicht gleich ein Beispiel an und berechnen die Länge einer Kurve. Und zwar nehmen wir als einfaches Beispiel berechnen wir die Länge eines Viertelkreises. Ja? Wir wissen natürlich, was da rauskommen wird, weil wir wissen den Umfang eines Kreises. Ich zeige Ihnen hier, wie man das mit Hilfe des skalaren Wegelementes und dem Integral darüber berechnet. Was man bei Wegintegralen immer braucht, ist natürlich zu Beginn, ist eine Parameterdarstellung der Kurve. Ja. Machen wir das vielleicht hier gleich auf der nächsten Seite. Also machen wir vielleicht eine Skizze. Wir haben also hier ein Koordinatensystem. Wir nehmen also jetzt an, wir sind jetzt x1, x2 Ebene und haben hier einen Kreis oder einen Viertelkreis mit Radius groß R, so in etwa. Und jetzt brauche ich eine Parameterdarstellung dieses Kreises, dieses Weges C, R von T, ein Viertelkreis wird die Parameterdarstellung haben, Cosinus von t mal e1 plus Sinus t e2. Ja, oder wenn Sie in Koordinatenschreibweise angeben wollen, dann wäre das der Vektor Cosinus t Sinus t0, wenn man ins in der x dass hier die Z-Achse wäre x3, die ja normal auf die Zeichenebene steht. Um das zu komplettieren, muss man natürlich noch angeben, der Startpunkt wird hier sein bei t gleich 0 und hier der Punkt, diesen Punkt hier erreiche ich, wenn ich t gleich Pi halbe, also 90 Grad wähle. So, das wäre mal die Parameterdarstellung der Kurve und jetzt brauche ich eben das Wegelement. Skalare Wegelement, das wir ja definiert haben als Länge des vektorellen Wegelements. Ja, das vektorelle Wegelement erhalte ich wiederum durch Ableiten dr noch dt mal dt. Die Ableitung, wenn ich jetzt gleich hierher schaue, gibt ein Minus Sinus t e1 plus Cosinus t e2. Und das ist nichts anderes als der Betrag des
Wegelements des Vektors. Der Betrag von diesem Ausdruck ergibt sich einfach zu Sinusquadrat t plus Cosinusquadrat t Wurzel daraus dt. Das ist in dem Fall ganz einfach 1. Das ist jetzt hier mal für dieses Beispiel ein besonders einfaches Wegelement, nämlich ds ist einfach dt. Und unsere gesuchte Länge, haben wir gesagt, wir müssen über die Kurve aufintegrieren, das Wegelement ds. Und wenn man jetzt hier für das Wegelement einsetzt, dann ergibt sich immer über einen Parameter, ein einfach Integral über den Parameter t, und die Grenzen zwischen ein bestimmtes Integral sind dann einfach 0 und Pi halbe. Und das Integral ist natürlich jetzt trivial. Es gibt t zwischen 0 und Pi halbe, ergibt Pi halbe. Gut, machen wir vielleicht noch ein zweites Beispiel. Und zwar betrachten wir jetzt die Länge einer Spiralbahn. Auch das Beispiel haben wir schon, die Spiralbahn haben wir uns schon öfters einmal angeschaut. Wir haben, nehmen an, diese Bahn, also skizzieren wir das, x1, x2, x3, und wir starten hier mit so einer Spiralbewegung, die wir ja schon öfters einmal hier verwendet haben. R von t wäre dann, wenn ich den Radius hier mit Groß R bezeichne, R mal Cosinus, und nehmen wir jetzt hier gleich an, wir haben da hier eine Kreisfrequenz Omega t mal E1 plus R Sinus Omega t mal E2, und nehmen wir an, die Geschwindigkeit in die Z-Richtung wäre V, nehmen wir das hier V mal t E3. Und t hat jetzt hier die Bedeutung einer Zeit. Nehmen wir an, wir wollen das jetzt integrieren von t von 0 bis, sagen wir einfach, Groß T. Oder nehmen wir 2 Pi, für eine Umdrehung sagen wir 2 Pi nehmen wir das Groß T, und T sei 2 Pi durch Omega. Gut, was erhalten wir dann? Wir brauchen also wieder, wenn wir die Länge haben wollen, brauchen wir das skalare Wegelement. Dazu rechnen wir uns zunächst einmal das vektorielle Wegelement aus. Da wiederum brauchen wir die Ableitung. Ja? Also R Punkt d t. R Punkt ist Ableitung nach t, gibt hier ein Minus R Omega Sinus Omega t E1, dann ein Plus R Omega Cosinus Omega t E3 und plus VZ mal E3, nicht vergessen darf, mal dt. Und das skalare Wegelement, das wir für die Länge brauchen, ist dann der Betrag dieses vektorellen Wegelements. Beim Betragsbilden muss ich hier die Vorfaktoren hier quadrieren. Es gibt dann R Quadrat Omega Quadrat Sinus Quadrat, dann hier noch einmal ein R Quadrat Omega Quadrat Cosinus Quadrat, das hebe ich gleich raus.
Sinus Quadrat Omega T plus Cosinus Quadrat Omega T. Und dann haben wir hier noch ein Plus VZ Quadrat. Und die Wurzeln daraus müssen wir ziehen. DT. Jetzt können wir noch eine Spur vereinfachen, indem wir nämlich hier das erkennen, dass das natürlich wieder 1 ist. Und dann haben wir hier unter der Wurzel stehen R Quadrat Omega Quadrat plus VZ Quadrat DT. Das wäre unser DS. Wenn wir jetzt annehmen, dass R der Radius dieser Spiralbahn, die Kreisfrequenz und die Geschwindigkeit in Z sind Konstante. Das heißt, dieser ganze Vorfaktor hier ist auch eine Konstante. Und dann ist eigentlich das Integral wieder trivial. Wenn wir jetzt also integrieren über diese Kurve das skalare Wegelement S, dann führt das letztendlich auf das Integral mit diesem Wurzelausdruck hier. Gesagt von 0 bis groß t. Dieser Ausdruck hier, haben wir gesagt, ist aber konstant, das heißt, den können wir einfach hier vor das Integral setzen und wir erhalten einfach das Ergebnis r Quadrat Omega Quadrat plus vz Quadrat, die Wurzel daraus mal groß t. Gut, das wäre also zwei einfache Beispiele im Skript. Und finden Sie dann noch ein weiteres Beispiel, wo das Integral, das dann am Ende auszuführen ist, ein wenig komplizierter ist. Aber hier in der Vorlesung geht es mir im Wesentlichen darum, den ersten Schritt hier zu machen, wie wir das Wegelement auf der Kenntnis der Bahn, der Kurve berechnen kann. Der zweite wichtige Typ, wie gesagt, von Wegintegralen, die wir hier behandeln wollen, wahrscheinlich fast noch wichtiger sind diese Arbeitsintegrale. Die werden uns dann auch im zweiten großen Kapitel über die Integralsätze wieder begegnen. Hier müssen wir also hier das Skalarprodukt eines gegebenen Kraftfelds und des vektorellen Wegelements berechnen. Ich zeige Ihnen, machen wir vielleicht gleich ein Beispiel dazu. Wir können ja wir bleiben bei dieser Bahn, bei der Spiralbahn. Und jetzt ein Beispiel zum Arbeitsintegral. Wir nehmen also als Bahn, nehmen wir wieder an, r von t sei r. Wir können uns das schreiben, kopieren wir das wieder hier. Und als Kraftfeld nehmen wir an, ein homogenes Gravitationsfeld, also F ist im Allgemeinen ein Vektorfeld, das heißt ein Vektor, der von den drei Koordinaten x1, x2, x3 abhängt. In unserem konkreten Fall wäre das ein ein konstantes Kraftfeld, ja, nämlich einfach minus m mal g mal wirkt in die negative z-Richtung. Ja. Also wenn wir das jetzt hier skizzieren wollen, wir haben also jetzt hier ein Koordinatensystem x1, x2,
x3. Da haben wir also hier diese Spiralbahn. Und wenn wir jetzt hier einen Punkt rauszeichnen, zum Beispiel den da hier, dann wirkt da hier die Kraft F. Also was wir ja berechnen wollen, ist dieses Integral entlang der Kurve Kraft skalar multipliziert mit dem Wegelement. Ja, weil die aus der Physik wissen wir, Arbeit ist Kraft entlang eines Weges. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Kraft, die wirkt hier so nach unten. Und wenn wir uns hier auf dieser Bahn bewegen, dann würde das Wegelement in dem Punkt zu hier tangential einen Tangentenvektor bilden an diese Bahn. Und was wir hier quasi in dem Integral machen, wir projizieren die Kraft entlang des Weges und das, was wir hier im Integral dann stehen haben, ist die Arbeit dW, die infinitesimale Arbeit, die hier über dieses Stück dr geleistet wird. Und diese Arbeit müssen wir aufintegrieren entlang der Kurve von einem Startpunkt T1 bis zu einem Endpunkt T2. Was wir jetzt bei der konkreten Rechnung eben benötigen, ist einerseits einmal das Wegelement, ja, das können wir uns nochmal anschreiben. Jetzt brauchen wir eben das vektorielle Wegelement, ja, also die Ableitung der Kurve nach t mal dt. Schreiben wir es uns nochmal an. Minus r Omega Sinus Omega t mal e1 plus r Omega Cosinus Omega t e2 plus damals ist t irgendwie vergessen zum Kopieren. Das muss ein vz mal t sein. Das t fällt beim Ableiten weg. Vz mal i3. Mal das vektorielle Wegelement und dann müssen wir auswerten. Letztendlich wird das ein Integral von einem t1 zu einem t2. Das habe ich das dt hier natürlich vergessen. Ja, das darf ich nicht. Über den Parameter t. Und integrieren muss ich jetzt hier f. Und zwar immer ausgewertet. F ist im Allgemeinen eine Funktion von x1 von t, x2 von t. Und x3 von t muss hier in das Kraftfeld die Bahn einsetzen. Das heißt, was man hier machen muss, diese Darstellung von r von t muss man hier einsetzen. In unserem Beispiel ist es trivial, weil das ein konstantes Kraftfeld ist. Wenn es ein Kraftfeld wäre, das von dem Ort abhängt. Und solche Beispiele sind auf den Übungszettel, die Sie sich anschauen sollten. Da muss man eben hier das Kraftfeld, Entschuldigung, die Bahn in die Richtung dieses Kraftfelds einsetzen. Für unseren Fall können wir uns hier gleich einmal, bevor wir das Integral anschreiben, mein Tipp, rechnen Sie einmal einfach den Integranten aus, nämlich das Skalarprodukt von f mal r. Nachdem unser Kraftfeld hier nur eine Komponente in die x3-Richtung hat und wir wissen ja, E1, E2, E3 bilden ein Orthonormalsystem, das jetzt hier multipliziere, f mit dr, dann fällt mir dieser Term weg, ja, weil E1 mal E3 ist natürlich 0 und E1 oder E2 mal E3 ist ebenfalls 0.
2 mal E3 ist 1. Ja, das heißt, es bleibt mir hier nur dieser Term über. Er gibt dann zum Minus M mal G mal VZ mal E3 mal E3 ist 1 dt. Nachdem Sie dieses Skalarprodukt gebildet haben und eingesetzt haben, muss dieser Ausdruck, der hier stehen bleibt, eine Funktion, das ist im Allgemeinen irgendeine skalare Funktion von t. In dem Fall ist es sogar eine Konstante. Und jetzt kann ich das aufintegrieren. Integriere das. Hören wir es nochmal an. F dr, das haben wir uns jetzt gerade ausgerechnet, ich muss hier integrieren von einem, sagen wir von 0 bis t, groß t. Integrant haben wir gerade gesagt, ist minus m mal g mal vz dt. Und das ergibt, es ist konstant hier alles, gibt minus m mal g mal vz mal Integral dt von 0 bis t und das ergibt natürlich einfach ein Groß t. Das ist also minus m mal g mal vz mal t und das ist, was hier steht, ist ja nichts anderes als die Höhe, was nehmen wir es, Höhe h, die nach einer Zeit t erreicht wird, wenn ich mich mit konstanter Geschwindigkeit VZ in die Z-Richtung bewege. Und das Minus, das wir hier bekommen, ist einfach die Konvention, die wir hier verwendet haben. Gut. Bin ich mit dieser Vorlesung am Ende. Ich weise Sie noch darauf hin, auf das Skriptum, wo Sie im Prinzip das noch einmal nachlesen können, was ich Ihnen erklärt habe. Hier wird noch einmal darauf eingegangen, dass es im Prinzip noch zwei weitere Typen von Integralen gibt. Wir haben also im Prinzip hier dieses Arbeitsintegral angeschaut, wo wir das Skalarprodukt von einem Vektorfeld und dem vektorellen Wegelement haben. Es gibt sich dann ein Skalar, ja, wie ein Spezialfall von dem Integral 1. Von dieser Gleichung 1.111 haben wir gesehen, wenn das Phi 0 ist, dann kriegen wir direkt den Weg raus. Was man natürlich auch haben kann, dass man hier ein skalares Feld das wäre ja zum Beispiel, hier könnte man eine Mittelung dieses skalaren Feldes entlang des Weges berechnen. Oder eine andere Möglichkeit wäre noch, man hat hier ein skalares Feld und ein vektorelles Wegelement. Oder man hat hier ein Kraftfeld und ein skalares Wegelement. Das wären alles Beispiele für Wegintegrale. Am wichtigsten in der Physik ist aber dieses Arbeitsintegral. Und zu diesem Arbeitsintegral habe ich Ihnen ein Beispiel gezeigt. Hier wird die Länge eines Viertelkreises noch berechnet. Hier sehen Sie noch ein Beispiel, wo die Länge einer Wurfparabel berechnet wird. Da ist die Rechnung insofern etwas aufwendiger, weil hier das skalare Wegelement dann, das wir hier brauchen, hier im Integral hier, ja genau, weil der Integrant hier Funktion der Zeit wird. Das heißt, das Lösen dieses Integrals ist dann hier Schritt für Schritt angegeben und das ein wenig aufwendiger. Dann haben Sie noch ein Beispiel für so ein Integral von Typ integriere ein skalares Feld entlang eines Weges, um die Mittelung eines Kraftfeldes entlang eines Weges zu berechnen. Auch das ist jetzt hier Schritt für Schritt ausgeführt. Und für Arbeitsintegral haben wir gerade ein Beispiel gesehen, wo wir genau zu diesem Ergebnis gekommen sind. Gut, das war im Prinzip das Kapitel über Wegintegrale. Die Sie jetzt üben können, indem Sie noch die zugehörigen Beispiele aus den Übungszettel sich anschauen.